Recht herzlich willkommen zur 212. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir noch ein Stück Wohngebiet wieder gemacht. Gucken wir einfach mal hier so rüber. Oh, hier sind schon wieder ganz viele Häuser, die man wegmachen muss. Hier war das Wohngebiet irgendwo. Ja, hier ist es. Das haben wir hier vorneren Teil gemacht. Ich denke, den hinteren war noch nicht. Genau. Okay, da muss man dann gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kommerz ist noch ein bisschen gefragt. Da muss man mal gucken, dass man den Kommerz noch ein bisschen Platz vielleicht schafft. Aber insgesamt wächst das alles zu. Wir haben ein Plus von 8.500. Leute kommen, 107.000 Bewohner haben wir. Über 6 Millionen. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Was jetzt hier natürlich bei solchen Wohngebieten dann immer kommt, ist die Infrastruktur der anderen Dinge, wie zum Beispiel ein Bus oder sowas, den man da reinsetzen sollte, damit die auch irgendwo hinfahren können, ne? So, wollen wir einen Busbahnhof hier? Dann sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir da einfach noch ein paar Bushaltestellen vielleicht auch setzen, oder? Ja, neue Linie hinzufügen. Aber ich glaube, die fangen wir hier besser an, oder? So, da geht's los. Liegt was Wichtiges auf dem Weg? Eigentlich nicht, ne? Ja, komm, wir nehmen diese Bushaltestelle noch mit. Und fahren dann hier an. Und fangen hier vorne an mit der Bushaltestelle. Dort eine. Fahren dann hier rein. Okay, kommen von dort. Machen hier noch eine hin und da eine hin und fahren dann wieder raus und fahren da aber weiter. Dann hier rein. Dort eine hin. Und ich denke hier am Ende noch eine. Jetzt hier vorne wieder eine. Nee, hier ist keine gerade. Aber wir können die ja hier trotzdem hinsetzen und schließen dann die Runde. Dann haben wir da Straßenverkehr reingebaut. Öffentlichen Nahverkehr reingebaut. Dann haben wir da schon eine Strecke mehr. Das passt schon mal. Gut. Wie sieht's denn so mit Kriminalität und sowas aus? Aber die sowieso. Und da ist eine Polizeistation. Die deckt das natürlich auch da hinten jetzt nicht wirklich ab. Jetzt sollen wir doch hier eine irgendwo reinbauen. Ja, immer da hinten ist irgendwie wenig, ne? Machen wir so rum. Wir haben da noch die... Ja, es wird nie richtig klappen da rein. Also können wir auch hier an der Kreuzung die hinsetzen. Oder besser hier. Ne, dann haben wir den Abschnitt nicht. Da ist da mehr. Ja, komm, setzen wir die hier hin und ist alles gut. Das war jetzt eine Polizeiwache. Das war Polizeiwache auch. Die ist dann 480. Die auch. Also es ist nur optisch eine andere oder was. Hauptquartier wäre dann größer und sinniger gewesen, ne? Gefängnis brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Polizeihubschrauberdepot brauchen wir auch nicht. Polizeihauptquartier hatten wir gerade von gesprochen. Gibt es aber in zwei Ausführungen interessanterweise. So, dann nochmal feuerwachenmäßig was. Da gibt es hier zwei verschiedene Größen. Wie sehe ich das jetzt? Okay. Ach, wir haben irgendwas geladen. Europäisches Pack. Das ist das wahrscheinlich, was wir jetzt hier haben, ne? Genau, gut, aber wir können die Polizei, Feuerwache ja auch direkt dann daneben stellen. Dann bauen wir die dahin. Und die kann man sich dann auch mal angucken, wie die aussieht. Das ist dann nämlich mehr europäische Art und nicht amerikanische Art, ne? Ja, passt schon, ne? Was ist das? Löschhubschrauberdepot brauchen wir nicht. Feuerwehrhaus. Feuerwehrhaus. Achso, das war das mit dem tollen Turm noch, so was traditionell auf... Ja gut, okay, das haben wir jetzt nicht. Den Katastrophenschutz noch. Was ist das für ein Ding? Tsunami war nie, okay. Erdbebensensor. Ne, den haben wir glaube ich auch gerade hier um die Ecke stehen im Masten. Den brauchen wir dann auch nicht wirklich. Gut, dann gucken wir hier, dass wir hier
kleine Gebäude einmal ausgewählt haben. Das ist eine Arztpraxis. Da müssen wir ein bisschen rauszoomen und mal gucken, wie weit das so geht mit der Arztpraxis. Ach, die geht aber relativ gut, ne? Machen wir sie doch gleich hier hin. Passt. Dann sind wir da auch abgedeckt. Was haben wir hier noch? Das ist eine Sauna. Ne, machen wir jetzt nicht. Müllmäßig sind wir hier nebenan gleich. Brauchen wir uns also auch nicht kümmern. Wie sieht's mit Wasser aus? War komplett abgedeckt. Strom kommt von selber. Schule war noch ein Thema, ne? Wegen ungebildeter Arbeiter und sowas wollte man keine Schule aufmachen eigentlich, ne? Was ist das jetzt hier? Grundschule. Okay. Ja, machen wir die dann auch hier vorne hin, oder wie sehe ich das? Zack und fertig, dann haben wir auch eine Grundschule. Was haben wir hier? Eine Oberschule ist das dann? Nee, die Oberschule ist ja hier drüben, ne? Genau, die ist zwar schlecht zu erreichen, aber die können ja mit dem Bus dahin fahren. Und dann haben wir hier noch eine Uni, aber da brauchen wir keine. Das lassen wir da weg. Grundschule reicht da erstmal. Bus hatten wir, soweit ist es dann erstmal am Laufen, würde ich sagen. Gut, Straßen waren das. So, und dann wird hier, wächst es hier schon. Gucken wir mal, stromtechnisch ist ja alles soweit so gut. Das läuft. Da fehlen schon Arbeiter. Puh, ja, nee, das wird auch gerade blau, warum auch immer die weiß sind und dann blau werden müssen. Können wir mal gerade anklicken. Okay, weil da keiner drin wohnt oder was ist das? Weiß ich jetzt nicht. Ah, jetzt ist das weiß. Achso, die haben gerade geupdatet und wenn die updaten, dann sind die eine Zeit lang weiß. Sehr interessant. Was ist das denn jetzt hier? Gemischt Warenladen hat nicht genügend Arbeiter. Ja, aber die ziehen ja jetzt hier hin und dann kommen die ja auch dazu, ne? Ja, gut. Soweit, so gut. Der Turm. Oh, Antennenmast im Manualbetrieb. Gut, was machen wir dann? Wir brauchen mehr Kommerz, steht da. Na komm, dann können wir hier noch ein bisschen Kommerz hinmachen, denke ich mal. Hier können wir so kleine Kioske noch hinsetzen vielleicht. Und da machen wir das auch noch hin. Dann wohnt auf der Straße keiner, ne? Die machen wir dann eher da hinten noch hin. Aber da müssen wir auch noch ein paar Straßen mehr laufen lassen. So, dann gehen wir mal ins Straßentool rein und ja, wie machen wir das? Geschwungene eigentlich. Ja, eigentlich ist es so eine Sackgasse da, ne? Und fertig. Und wo fangen wir hier an? Da? Ja. So geht's eigentlich, ne? Da ist die Straßenbahn, sag ich schon. Da ist die Eisenbahn. Ja, dann machen wir das nur so. Dann gibt's hier noch ein bisschen mehr Kommerz. So. Und hier hinter machen wir definitiv kleine Wohnhäuser. So, das nehmen wir noch weg und das auch noch. Da machen wir noch so und da machen wir große Blocks hin, damit
die in Anführungsstrichen als Schallschutz dienen. Können wir hier auch machen. Ja. Und dann machen wir da noch ein bisschen. Dann gibt es hier noch ein paar Bürogebäude. Aber ne, Kommerz ist auch wieder gefragt. Ich den jetzt hier schon einrichte. Mach den nochmal wieder weg. Haben wir noch ein Stromproblem gleich, ne? Ja, wenn da welche jetzt bauen, dann haben die gleich keinen Strom. Dann müssen wir das mal gucken, dass wir das schließen. Vielleicht klappt das ja so. Ja, lassen wir es so. Blau war gefragt. Blau ist auch da. So, hier ziehen schon die ersten ein. Strom ist auch noch genug verfügbar. Hier gibt es noch kleine Häuschen. Also Fläche ist eigentlich genug da. Wir könnten den Strom natürlich von der anderen Seite ein bisschen sicherstellen, indem wir es rüberziehen. Dass wir da ein bisschen Sicherheit hätten, ne? Da blinkt schon wieder was mit dem Müll. Hier was da ist, einer, den bearbeiten wir mal gerade. Kein Platz mehr, dann hat er wieder Platz und der wird geleert. Die sind aber alle sonst am Blinken, ne? Ja. Hier vorne sind aktiv und die werden geleert. Wenn wir schon dabei sind, gucken wir gerade auf der anderen Seite auch noch. Wo war es? Da oben. Die laufen alle. Und wo war noch was mit Entsorgung? Hier unten, ne, oder? Nee, wo war das denn noch? Da oben war es. Jetzt weiß ich es wieder. Hier waren noch Entsorgungsstellen, aber die sind wohl gerade am Laufen. Das Gebäude ist abgeschaltet. Das können wir auch gerade anmachen. Und das Windrad machen wir auch gerade an. Dann sind die beiden auch am Laufen. Waren die das denn? Ach, das sind zig, die nicht laufen. Alles klar. Na dann, lass das mal so. Gut. Madison Viertel, hier war das mit der Agrargeschichte. Hier ist eine Räumung beendet. Dann können wir den wieder aktivieren. Vielleicht fliegen wir gerade noch mal so ein bisschen hier rüber, um zu gucken, dass wir sowas noch finden. Die werden geräumt. Hier bleibt der Müll liegen, ne? Oder? Ja. Was ist da deaktiviert? Eine Arztpraxis. Wir sind hier mit 3000 jetzt gerade um 5000 runtergegangen. Das ist jetzt nicht ganz so dolle, ne? Das ist ein Friedhof, der ist deaktiviert. Da gibt es auch Müllberge. Zurzeit sehe ich hier nicht, dass hier was nicht läuft. Also, es gibt genug Symbole, die aus sind, aber jetzt nicht hier so ein Symbol, dass ein Mülldeponie gemacht werden muss oder so. Hier fehlt immer noch Wasser, haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? So, jetzt ist da auf jeden Fall das Wasser. War wohl woanders. Gucken wir mal weiter. Das kennen wir alles. Da muss der Müll noch abgeholt werden. Gab's gerade wieder ein Level Up hier überall. Läuft in dem Viertel, ne? Wie schaut's hier aus? Sehenswürdigkeiten oder einmalige Gebäude? So weit, so gut, ne? Fußballstadion ist auch am Laufen. Ja, das ist ja so
Schwierige Dinge hier. Hafen haben wir ausgemacht, weil sich's nicht lohnt, ne? Ja. Hier wieder keine Arbeiter. Und die wollen ungebildete Arbeiter haben, ne? Tja. Da fährt schon ein Schiff. Kann man gerade das Schiff angucken. Okay, 32%, das ist ja auch nicht schlecht. Das geht ja mal. Da fehlt's Öl. Was haben wir hier für Probleme? Das sind kranke Bürger. Hier fehlt also ein Arzt in der Ecke. Gucken wir mal gerade rein. Die haben es nicht weit zum Arzt. Das ist ein Hochhaus, ne? Hier sind noch ein paar Praxen, die dann auch stillgelegt sind. Vielleicht sollten wir die da mal aktivieren. Die sind dann alle glücklich. Vielleicht wird es dadurch auch hier unten besser, weil die nicht so hoch frequentiert sind. Hier hinten ist noch einer, der keinen Platz mehr hat. Dann können wir den auch mal machen, den Friedhof. Alter Krautpark, okay. Was macht der hier? Güterzug Bahnhof ist abgeschaltet. Jetzt haben wir gerade 17.000 wieder plus. Sehr interessant. Eben waren es 3, jetzt 17. Ja. Hier sind noch ein paar Sachen. Kein Platz mehr. Und auch kein Platz mehr. Läuft, der ist aber noch offen. Ja, da fehlen schon wieder 3 Häuser, aber ich glaube an diesen Stellen, das sind so markante Stellen, wo das immer wieder passiert, ne? Ist da kranke Bürger? Steuern sind zu hoch, okay. Steuern sind zu hoch, was haben die da für ein Problem? Das ist das falsche Haus, das ist das richtige, kranke Bürger, okay. Müll. Sonst sieht's hier ganz gut aus, ne? Ja, dann würde ich aber auch sagen, soll's für die Runde erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.